Super schönen guten Tag, liebe Leute. Da sind wir wieder bei einer weiteren Runde Gartic-Phone. Seit einem Jahr endlich mal wieder eine Folge. Wir haben hier 9 Leute dabei. Wir haben Fabian, wir haben Niklas, wir haben Neff, wir haben Nico, wir haben Christian, wir haben Paul, wir haben Lennart und wir haben Hobbyliga. Ich und dich. Ja, der Esel nennt sich gar nicht. Doch. Nein. Nicht. Oh. Okay, auf jeden Fall starten wir jetzt und wie immer, ich mute mich, bis es soweit. Naja, ihr wisst ja, wie es läuft. So, da momentan Dschungelcamp-Zeit ist, habe ich jetzt einfach mal überlegt, ich nehme Dschungelcamp, startet mit einer Explosion. Ja, ich weiß, ich gucke Dschungelcamp, ihr könnt mich dafür verachten. Das ist meine jährliche Dosis Trash-TV und die reicht dann auch, denke ich. Der Dino mag die Kokosnuss. Oh, ich kenne den kleinen Drachen Kokosnuss, aber der ist wahrscheinlich jetzt hier gerade nicht Oh, das ist eine große Kokosnuss. Nein. Okay, wir haben hier eine Kokosnuss und jetzt mache ich noch den kleinen Drachen Kokosnuss, wenn ihr den kennt. Ich hatte aber so ein Kinderbuch damals, der kleine Drache Kokosnuss feiert Weihnachten. Es ist ein sehr niedliches Buch und da geht es darum, dass der kleine Drache Kokosnuss Weihnachten feiert. Ja, yeah, ich weiß, hatte ich auch nicht kommen sehen, die Story damals. Ich setze ihm einfach mal eine Mütze auf, weil... Es ist gute Zeit daran, an die Weihnachtszeit. Das erkennen doch die Leute nicht, dass das ein Drache ist. Ich muss ihm noch einen Schwanz geben. Und vielleicht noch Zacken. Weil man kennt Drachen, die haben Zacken. Ja, definitiv ein Daumen, den er zeigt und nichts anderes. That's just what I was thinking. Irgendwann später. Ah, fuck! Dino! Nicht Drache! Oh nein! Ja, perfekt. Machen wir einfach... machen wir ihn einfach grün. Green is not a creative color. Roter Roboter im Weltall. Nee. Riesenroboter im Weltall. Fette Katze haut sich den Wanst voll. Oh, der Kopf. Oh, der ist so cursed. Der ist so fucking cursed. Ja, das ist ganz einfach. Das ist Pikachu und Agumon mit einem mega Penis. Pikachu hat keine Chance gegen Agumon. Keksmonster wird von einer Horde Menschen gegessen. Oh mein fucking Gott. Cookie! Okay, wir sehen hier einen... Ich glaube, es ist ein Geldautomat. Er zeigt den Daumen auf jeden Fall hoch. Relaxed mit seinem Geld. Pikachu vs. Digimon. Das ist schon das zweite. Geben wir den Leuten, was sie sehen wollen. Die Leute brauchen immer so lange. Okay, finaler Satz. Der legendäre Pizza Donut. Das Herzstück der Welt. Herzstück. Okay, dann gehe ich mal wieder in den Orchard. Hallo, ich bin wieder da. Hallo. Hallo. Das heißt, wir bekommen jetzt von jedem einen Begriff. Ach, sind wir durch schon? Jetzt? Ja, wir schauen, ja. Wird durchgeschaut. Vorlesen wird selbstverständlich an. Okay, ich darf... den Ton anmachen, damit es witzig ist. Ja, ja, der Ton muss an sein. Das ist das Wichtigste. Anzeigemodus Auto an Anfang. Es sollte so richtig sein, ne? Ja. Ja. Du willst doch bloß Rechtschreibfehler vorgelesen werden. Na dann, let's go! In der Sommercamp startet mit einer Explosion. Aha. Du warst das. Okay. Ich verkläre einiges. Schön. Auf einer Insel ums Feuer tanzen, beschwören einen Feuerball. Ja. Oh Mann, wo ist der Feuerball? Zwei Menschen sind gestrandet auf einer Insel und spielen Cast. Was ist Cast? Was ist Cast? Ich wollte Castaway schreiben, aber... Nein, das Cast ist. Ja. Zwei Menschen auf einer Insel mit etwas sehr seltsam. Ja, Cast! Was ist das?
Das weibliches Alien auf dem UFO findet gestrandete Menschen. Nice. Ich denke, so kann man Dschungelcamp tatsächlich sehr gut umschreiben. Ja, schon, ne? Ja. Also, so weit sind wir nicht weg. Bist du sicher? Okay, dann gehen wir mal zum nächsten. Ja. Bennett trainiert Paul als Pokémon. Alter, ich liebe es. Danke dir, Mann. Paul ist einfach nur ein Strichmännchen. Pokémon versus Pokémon. Dickmon. Paul ist ein Dickmon. Ich entschuldige mich schon mal im Voraus. Agumon versus Pikachu. Ich wusste, wie genau sie aussehen. Schreibst du Pikachu? Agumon ist orange. Mit T. Pikachu versus Digimon. Yeah! Und mein Insekt wurde erkannt. Let's go, Patamon! Pikachu gegen Patamon oder so. Oh, ich bin stolz auf dich, Christian. Aber warum bin ich plötzlich Patamon? Lennart? Problem damit? Ja? Warum sieht dein Patamon aus wie diese Möwen aus Yoshis Ei? Ja, weil man die Zeit um war. Und Gabumon ist einfach nur ein... Ja, ich habe Gabumon angefangen und dachte ich, okay, jetzt ist da wohl die Robbe. Oh, das ist fantastisch. Ein lebendiges Auto im Weltall. Oh, das war so schwer. Ui. Okay. Das ist ein Auto? Ja, das ist kein Auto. Okay. Und ich dachte, er hat Riesenroboter im Weltall. Ist Pauls erwähnt. Er ist nicht rot. Er hat rote Augen. Roboter saugt Wasser von der Erde. Oh mein Gott. Aber ich mag den Eckmond. Danke. Die Weltraumputze saugt ja, die Erde auf. Ja, natürlich. Weltraumputze. Also ich hatte nicht mehr viel Zeit, wirklich. Naja. Bösewicht saugt die Erde auf. Hat hier irgendjemand überhaupt Space Boys gesehen? Ja, ich. Ja, natürlich. Ich hab nein. Ich bin ein Menschheit-Köter. Ich bin mein bester Freund. Ja. Spüre den Saft. Bitte. Okay, ich glaube, das muss ich nachholen. Oder ein trashiger Film, aber auch sehr witzig. Durchkämpft die Wüste. Ich kenne die eine Stelle, wo das Alien rauskommt und Hello My Honey singt. Ja, stimmt. Das ist doch aus Space Boys, oder? Ich glaube schon. Okay. Ja, das ist von da. Genau. Kinder essen Käse. Oh, so kreativ! Wow. Da kann man mit arbeiten. Aber das kann auch nicht mehr. Der Mensch hat einen sehr großen Käse. Tut mir so leid. Die Menschenjungen essen einen Käse. Nein! Oh, ich weiß, was da wird. Das ist optimal. Oh mein Gott. Keksmonster wird von einer Horde Menschen gegessen. Oh, da habe ich mir so viel Mühe gegeben, ne? Alter, das ist geil. Toll. Broken Cookie. Wow. Ja. Ja, das ist Walking Cookie, oder? Der Chocolate Chip Cookie hat keinen Bock mehr und geht. Das ist eine ganz neue Tiefe, dieser Satz. Ja, voll. Ich hätte auch keinen Bock mehr, wenn ich den nicht gegessen wäre. Aber warum ist es denn ein Keks, Junge Fabi? Guck dir das doch an. Also, da ist so. Also, der sieht kann's doch auch. Also, der eine ist so ein bisschen halb gezeichnet. Das sieht so ein bisschen aus, als. Würde schon was von ihm fehlen. Ja, also, das ist richtig gut, die Spitze fehlt. Er beißt ab. Meine Lieblingskekse sind die, die die Form von Türstoppern haben. Nee. Nervige mobile Game-Werbung. Ich hab mir ganz viel Mühe gegeben. Raid Shadow Legends! Boah, ich wusste es. Raid Shadow Legends. Raid Shadow Legends Handy-Werbung. Cooles Handy. Das ist ein großes Handy. Ich hab mir eine Kamera. Oh, for free. Werbung für ein billiges Drecks-Game auf dem Handy. Ich sehe wieder mal die gleiche Einstellung. Oh, ach so, das ist ein Handy. Ja, ein Geldautomat flext mit seinem Geld. Er flext nicht, er flext. Flex! Oh, ist das geil, Mann. Kasse klaut Geld. Oh. Ich glaube, die Kasse ist die letzte, die man verdächtigen würde. Das ist das optimale Verbrechen. Oh Gott. Pizza auf Ananas. Oh Gott. Relatable? Pizza auf Ananas? Das Folge über einen Pizzaring. Der Typ hat vier Beine.
Oh, das ist gut. Oh. Pizza vergrößern macht froh. Ach so. Oh, okay. Ich verstehe. Jetzt verstehe ich, was bei mir ankam. Ich bin glücklich. Maybe I turned it there. Macht Glücke. Glücke. Das ist ein Donut, oder? Ja, schon, ne? Ohne Scheiß. Donut, Pizza, oder? Ich kann nicht lesen, Leute. Ich habe Pizza Bagel gelesen. Ah! Oh, das macht so Sinn. Aber Pizza Bagel, ich würde ihn essen, Mann. Essen die auch die gleichen Buchstaben? Ja, voll. Legendäre Pizza-Donut. Aber immerhin habe ich die Pizza wieder aufgegriffen. Ja. Okay, Paul, sag mal. Der Dino mag die Kokosnuss. Ja, da hab ich verkackt. Ich hab an den kleinen Drachen Kokosnuss gedacht, bis mir eingefallen ist, fuck, das ist ein Drache und kein Dino. Ich hab ein weihnachtliches Krokodil spielt Bowling. Ja. Ah, ja. Das ist schon jetzt komplett was anderes. Oh mein Gott. Riesenkroko mit Weihnachtsmütze schmeißt mit Pizza auf Kram. Oh. Ich hätte die Weihnachtsmütze nicht mit machen. Krokodil mit Weihnachtsmütze wirft Meteor in Mülleimer. Meteor? Okay. Okay. Ah! Ja. Oh, mega Dank. Okay. Weihnachtsmann Godzilla wirft Meteor an den Jawohl! Nice! Der Dino mag die Kokosnuss. Ja! Ja, nicht ganz. Ein Bär ist seinen Lippenstift. Ich wäre gerne so kreativ wie du. Ja. Da habe ich gesehen, dass der Hund ein bisschen bedeckt war. Fette Katze und, haut sich den Wanst voll. Ja. Ich weiß, was er Garfield. Garfield mit Lasagne. Ja, ja geschrieben, aber ihr wisst, was ich meine. Ja, ja, sag, Marc. Garfield hat Lasagne. Oh. Ich glaube, davon werden wir nicht mehr loskommen, oder? Nee. Oh, doch. Oh, das ist so? Ein Sandwich? Ein Waschbär ist ein Hotdog. Was? Sein Herr? In welcher Welt also ist das ein Waschbär? Ein Hotdog. Jetzt immer die pinke Nase. Aber diese immer diese Leute, die ja, Hotdog mit Messer und Gabel essen. Keine Ahnung. Stimmt, ich schneide mir auch immer ein kleines Stück von meinem Hotdog ab. Pokémon versus Pokémon. Oh, Liga, ich liebe dich dafür. Wieder. Ja. Das ist. Ja. Easy. Jawohl. Oder? Agumon. Pikachu versus Agumon. Ja. Ja. Sehr gut, Paul, sehr gut. Ich hoffe, das erkennt man noch. Nee. Ja, ich hab's erkannt. Ja. Pikachu hat keine Chance gegen Agumon. Ah, sehr gut. Ja, ja. Oh, der Plot Twist. Okay. Oh. Das ist das absolute genau Gegenteil von dem, was da steht. Pikachu. Nein. Ja, so wurden es doch zwei Pokémon. Glumanda versus Pikachu. Pikachu. Raus! Einfach raus. Da ist der Ausgang. Ja, würdet ihr noch eine Runde spielen? Ja. Klar. Ooh, pretty!